Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von D-Trail, unserer neuen Veranstaltungsreihe der Bridging IT-Gruppe. Ich bin Mirko Becker, ich bin Berater bei Bridging IT und ich werde Sie auch diese Woche wieder durch D-Trail führen. Ganz kurz und knapp ein paar Worte zu uns als Bridging IT, bevor wir loslegen. Wir als Bridging IT-Gruppe setzen für unsere Kunden Digitalisierungsstrategien in den Handlungsfeldern, Technologien, Branchen, Methoden und Wertschöpfung ganzheitlich um. Ja, und dabei stellen wir als Bridging IT-Gruppe eben stets den Kunden in den Mittelpunkt und wir holen für jede Phase ihres Projekts die richtigen Experten oder ganze Teams an Bord. Aber jetzt kommen wir zu D-Trail. Heute Abend beschreiten wir schon unsere dritte Ausgabe. In den vergangenen zwei Wochen haben wir spannende Einblicke zu DevOps, zur Echtzeitortung mit Omlogs und zu Big Data als Öl des 21. Jahrhunderts erhalten. Und wenn Sie jetzt denken, oh, das klingt alles ziemlich interessant, ja, dann gebe ich Ihnen da absolut recht, kann Ihnen aber auch sagen, die vergangenen Sessions gibt es auf YouTube, die Links dazu, die posten wir jetzt in unsere Q&A-Section. Und ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich reinzuschauen. Doch kommen wir zum heutigen Abend. Digitalisierung, Kundenorientierung und Kundenbeteiligung und das natürlich immer unter Berücksichtigung von kürzeren Innovationszyklen, immer hands-on und ja, sogar sozial distanziert aus dem Homeoffice heraus. Das sind gesellschaftliche Realitäten, die die Transformation von Geschäftsprozessen zum Dauerzustand werden lassen. Stefan Lange und Christian Hansen stellen heute Abend Wege vor, um Prozesse in der Organisation schneller zu erheben und Änderungen effizient zu implementieren. Dabei wirft Christian Hansen unter anderem einen Blick auf Process Mining Werkzeuge, denn die können bisher brachliegende Datenbestände nutzbar werden lassen, um Unternehmensprozesse transparent zu machen. Und darüber hinaus demonstriert Stefan Lange, wie Prozessautomatisierung nicht nur die Digitalisierung von Unternehmensprozessen vorantreibt, sondern ebenfalls dazu beiträgt, Wissensarbeiter im Homeoffice zu vernetzen und das sogar weltweit. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen im Laufe unserer Session haben, dann nutzen Sie gerne unsere Q&A-Section und wir werden die Fragen im Anschluss an den Vortrag durch unsere Speaker beantworten lassen. Ja, und auch im Nachgang an diesen Livestream hier haben Sie wie gewohnt weitere Möglichkeiten, in einer normalen MS-Teams-Besprechung über unsere heutigen Themen mit den beiden Speakern zu sprechen. Den Link dazu, den posten wir gegen Ende von D-Trail. So, also aus meiner Sicht ein super spannendes Programm und ich freue mich da total drauf und deswegen warten wir damit auch gar nicht länger, sondern wir legen jetzt los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei bei unserer dritten Ausgabe von D-Trail mit dem Thema Business Process Management im Kontext der Digitalisierung und neuen gesellschaftlichen Realitäten mit Stefan Lange und mit Christian Hansen. Ihr beiden legt los und wir sind später wieder. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, Mirko. Und schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen in meinem Homeoffice. Der Titel der heutigen Veranstaltung ist tatsächlich Business Process Management im Kontext der Digitalisierung und neuer gesellschaftlicher Realitäten. Also ein ganz schöner Mund voll. Wie kommen wir zu dem Titel? Was ist letzten Endes der Hintergrund? Naja, wenn ich zurückdenke, so in die Generation meiner Großeltern, mein Großvater hat in seinem Arbeitsleben genau einmal den Job gewechselt und das hat eine mittlere Familienkrise ausgelöst. Heute ist die Situation ein bisschen anders. Wir haben eine digitale Revolution, die am Laufen ist, angefangen mit vor 20, 30 Jahren dem Internet hin zu einem zunehmenden Zwang zur Digitalisierung. Wir haben einen Kampf um Talente, insbesondere im IT-Bereich. Und als ob das alles noch nicht schwierig genug wäre, kommen dann regelmäßig in unseren Märkten, in denen wir jeweils unterwegs sind, neue Unternehmen, von denen vorher niemand was gehört hat, beeinflussen den Markt, treten als Disruptoren auf und krempeln im Prinzip unser ganzes Tätigkeitsfeld um. Die Regulatoren sind natürlich auch nicht letztendlich statisch unterwegs, sondern wir haben permanent mit neuen gesetzlichen Anforderungen zu tun. Management-Systeme, neue Zertifizierungen, die auch von Kundenseite gefordert werden. Und was ist dann passiert? Na, wir wissen es alle, Anfang dieses Jahres, großes Thema Corona und seitdem sitzen wir alle im Homeoffice, praktizieren Social Distancing, sollen aber trotzdem nach wie vor produktiv sein, auch als Unternehmen. Die Lektion daraus ist letzten Endes, Änderung ist das neue Normal. So wie es vor 20, 30, 40 Jahren war, wird es nie wieder. Im Gegenteil, die Innovationsfrequenz wird immer höher, die Innovationszyklen immer kürzer und wir müssen einfach in der Lage sein, auf neue Herausforderungen entsprechend strukturiert die zu erkennen, entsprechend für uns als Unternehmen jeweils zu bewerten und die Erkenntnisse dann letzten Endes für uns selber zum Vorteil zu nutzen, je nachdem, in welchem Umfang wir unterwegs sind. Das ist so ein Bild, um ein bisschen die aktuelle Lage auch darzustellen, in der wir uns eigentlich alle befinden. Das ist so eine Fragestellung, so ein Spannungsfeld. Was sehen wir hier eigentlich? Ist es eine Bedrohung, gegen die man sich jetzt schützen muss und darauf fokussieren muss? Oder ist es eine Chance für gesellschaftliche Änderungen, von der man profitieren kann?
Am Ende vom Tag ist beides richtig. Wir müssen selbstverständlich uns natürlich schützen. Wir müssen aber auch in der Lage sein, im Prinzip ein bisschen vorauszusehen und zu bewerten, inwieweit wir so eine Änderung, so eine Disruption, die sich jetzt komplett von außen gibt, für uns nutzen können. Wir haben uns überlegt, wir wollen die Situation mal an einem Beispiel zeigen. Wir haben uns ein Beispielunternehmen ausgedacht, wie man es so in Deutschland relativ häufig findet in der Größenordnung. Wir haben unser Beispielunternehmen mal die Aviro Porter GmbH genannt. Ja, macht Garagentoröffner, gegründet 1996, ursprünglich mal als Elektronikfachgeschäft. Ist ein inhabergeführtes Unternehmen, gerade so wie man es in Deutschland im Mittelstand sehr, sehr häufig findet. Hat sich spezialisiert irgendwann auf Garagentoröffner. Muss natürlich alles Premium sein, wir sind in Deutschland. Und hat damit gute Erfolge gefeiert und hat Stand 2020 150 Mitarbeiter und verfügt über eine eigene Entwicklung und eine eigene Fertigung. Und die Unternehmensstruktur, die wir bei der Aviro Porter vorfinden, ist relativ typisch für so ein mittelständisches, produzierendes Unternehmen in Deutschland. Wir haben eine Organisationsstruktur, die mit dem Unternehmen gewachsen ist. Mitarbeiter aus frühen Tagen des Unternehmens sind im Laufe der Zeit zu den Leitern der ursprünglichen Kernabteilung aufgestiegen. Und das führt auch ein Stück weit dazu, dass Kommunikation vor allem vertikal stattfindet. Ja, also wenn jetzt hier zum Beispiel ein Mitarbeiter im Direktverkauf mit der Softwareentwicklung reden will, dann führt der Weg natürlich erstmal hier über die Organisationsstruktur, über die Abteilungsebenen hinweg. Und auf der mittleren Führungsebene hat man sich es auch recht bequem gemacht. Da gibt es generell relativ wenig Interesse an Änderungen. Aber die modernen Zeiten sind natürlich auch an der Aviro Porter GmbH nicht vorbeigegangen. Man braucht, nachdem man eine eigene Softwareentwicklung hat, entsprechend Personalunterstützung, möchte die Leute natürlich halten. Also verfügt das Unternehmen stolz seit 2017 über den obligatorischen Kickerkasten. Letzten Endes ist es aber so, auch die Aviro Porter GmbH spürt natürlich den Zwang, sich zu ändern, und es funktioniert nicht mehr alles so rund und rosig, wie es in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht der Fall war. Das Unternehmen ist recht schnell gewachsen und deshalb kommt es zunehmend zu Kommunikationsproblemen zwischen den einzelnen Abteilungen. Vor allem bei größeren Aufträgen und bei Sonderaufträgen passieren regelmäßig Fehler. Die können auch mal richtig ins Geld gehen, weil dann zum Beispiel Fristen nicht eingehalten worden sind. Die Kunden werden immer unglücklicher, weil die Lieferzeiten länger werden. Fluktuation steigt im Unternehmen, weil es immer mehr Überständen und eine recht fehlerträchtige Arbeitsumgebung gibt. Homeoffice, ganz brisantes Stichwort, hätten die Mitarbeiter natürlich gerne, ist aber selbst außerhalb der Produktion kaum umsetzbar, weil dadurch, dass man ständig miteinander reden muss, zwischen den Abteilungen sind permanent persönliche Abstimmungen und Meetings erforderlich und die unterschiedlichen Arbeitsweisen in den Abteilungen, die unterschiedlichen Ansprechpartner, Formulare, Dokumentationsverfahren, zum Teil möglicherweise auch IT-Systeme in den unterschiedlichen Abteilungen, dadurch nimmt der Bürokratieaufwand überhand und man muss permanent manuell eingreifen. So, und das hat natürlich auch unsere Geschäftsführung erkannt und beschließt, an der Stelle gegenzusteuern. Und das macht eine Geschäftsführung üblicherweise, indem sie Ziele ausgibt. Und das macht die Aviro Porter GmbH auch und sagt an der Stelle, die Abläufe im Unternehmen müssen gestrafft werden, indem Prozessorientierung angestrebt wird, die für die interne Kommunikation und Bürokratie erforderliche Arbeitsaufwand soll durch verstärkte Digitalisierung reduziert werden. Häufig wiederkehrende Prozesse sollen durch Prozessautomatisierung unterstützt werden und natürlich gerade die letzten beiden Ziele, Digitalisierung und Prozessautomatisierung, sollen entsprechend durch die digitale Anbindung von Mitarbeitern vorangetrieben werden. Das sind spannende Themen mit ganz, ganz vielen Buzzwords und da taucht auch ganz häufig das Wort Prozess auf. Jetzt ist es so, gerade in Unternehmen, die sich dem Thema das erste Mal annähern, dass die Begriffe für die Mitarbeiter eigentlich relativ abstrakt sind und häufig auch für die Unternehmensleitung selber nicht scharf definiert sind. Ja, man hat dieses Thema mitbekommen, hat eventuell auch Berater im Haus gehabt, die einem das näher bringen. Die Bedeutung dessen und was dahinter steht, ist häufig gar nicht so deutlich angekommen.
Und ja, deshalb ist es wichtig, mal ein bisschen Buzzword-Bingo zu machen und die Begriffe letzten Endes im Unternehmen auch zu transportieren und zu erläutern. Entsprechend natürlich zentral der Begriff Prozess. Was ist damit gemeint? Es geht um eine immer wiederkehrende Abfolge von verbundenen Aktivitäten. Das ist die Lehrbuchdefinition, die einen definierten Input in ein definiertes Output, ein definiertes Arbeitsergebnis überführt. Bedeutet letzten Endes gerade in Unternehmen, man muss auch der Geschäftsführung den Leuten klar machen, die wiederkehrende Abfolge unterscheidet einen Prozess zum Beispiel von einem Projekt. Da haben viele öfters mal Probleme mit. Dann sehr verbreitet und beliebt ist natürlich der Begriff Prozessmanagement. Wir brauchen jetzt Prozessmanagement und dieses Wort hängt dann abstrakt in der Luft. Worum geht es dabei eigentlich letzten Endes? Naja, wir reden dabei dann von einer zielorientierten Steuerung, Umsetzung und Erfolgskontrolle von Prozessen im Unternehmen. Bedeutet letzten Endes, wir müssen uns bei unseren Prozessen, die wir eventuell erhoben identifiziert haben, Gedanken darüber machen, wer ist denn dafür verantwortlich? Bei der Verantwortung geht es ganz klar nicht darum, wer macht es, sondern es geht darum, wer steuert den Prozess, wer schaut, ob der Prozess so erfolgreich umgesetzt ist und entsprechend seine Ziele erreicht. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie passen denn unsere Prozesse, also unsere Tätigkeitsabfolgen in die Gesamtunternehmensstruktur. Da gehört auch dann zum Beispiel die Fragestellung dazu, wenn ich jetzt einen Prozess habe, dann ist das schön, aber ich brauche auch irgendjemanden, den ich dann tatsächlich daran beteiligen kann. Das Ganze muss aneinander angepasst werden. Und ganz wichtig, und das ist das Thema, das dann die Unternehmensleitung, zum Beispiel die Geschäftsführung betrifft, Prozessmanagement bedeutet auch, dass man sich bei der strategischen, langfristigen und operativen, kurzfristigen Steuerung des Unternehmens an den Prozessen orientiert. Ja. Als Handwerkzeug, Begriffe, die ebenfalls transportiert werden müssen, die kommuniziert werden müssen, ist das Thema Prozesscontrolling. Wir hatten gerade schon gesagt, Verantwortliche müssen sich entsprechend damit beschäftigen, zu schauen, inwieweit ihre Prozesse ihre Ziele erreichen. Das ist natürlich der Punkt, wie definiere ich diese Ziele? In der Regel durch Dinge wie Prozesskennzahlen und die Prozesse müssen dann entsprechend geplant werden. Ich muss Messungen durchführen, also meine Kennzahlen entsprechend erheben, muss Analysen und Optimierungen durchführen und brauche dazu natürlich auch die entsprechenden Werkzeuge an der Hand, also meine Controlling-Instrumente. Das zum einen, also ich muss sehen können. Zum zweiten brauche ich aber auch die Möglichkeit, wirklich aktiv steuernd in die Prozesse einzugreifen. Und das gilt dann, wie gesagt, auch ebenfalls als, muss auch durch die Geschäftsführung akzeptiert werden, als ein methodisches Instrument zur Unternehmensführung. Und wenn ich all das habe, dann kann ich die Puzzleteile zusammenführen und in ein prozessorientiertes oder aus meinem Unternehmen ein prozessorientiertes Unternehmen machen. Bedeutet, alle Prozesse sind letzten Endes klar definiert. Wir haben die Prozesse über mehrere Detaillierungsebenen auf dem Detaillierungsgrad, in dem wir es brauchen. Haben sie natürlich auch dokumentiert, idealerweise so, dass es für die Mitarbeiter transparent ist, dass für jeden Mitarbeiter klar ist, wie das Gesamtunternehmen funktioniert. Wir haben für alle Prozesse klare Verantwortlichkeiten und klare, konkrete Zielgrößen, eben für das Stichwort Process Controlling. Und Management findet mit Bezug auf diese Prozesse statt. Also hinter diesen Buzzwords, die wir vorhin gehört haben, diesen Zielvorgaben der Geschäftsführung, da steckt natürlich eine ganze Menge drin. Und wenn man Mitarbeiter bei der Vireporter GmbH heißt, dann sollte man auch sicherstellen, dass alle Führungsebenen einschließlich der Geschäftsführung wissen, worauf sie sich da einlassen. Da ist noch die Frage, wir hatten vorhin gehört, da gibt es Kommunikationsprobleme und es gibt auch ganz, ganz große Probleme, zum Beispiel sich so ein bisschen vom Aufenthaltsort der Mitarbeiter unabhängig zu machen, wegen des hohen Kommunikationsaufwands, letzten Endes auch wegen Schnittstellenproblemen zwischen Abteilungen und Organisationseinheiten. Wie kommt es eigentlich dazu? Naja, wir haben vorhin gesehen, unser Beispielunternehmen ist sehr stark funktionsorientiert. Das heißt, wir haben Abteilungen, wir haben Abteilungssilos, in denen gearbeitet wird. Jede Abteilung steht eine Führungskraft entsprechend vor. Und natürlich gibt es in funktionsorientierten Unternehmen auch Tätigkeitsabfolgen. Aber die sind in der Regel 1:1 den Organisationseinheiten zugeordnet und werden innerhalb der Organisationseinheiten definiert und festgelegt und in aller Regel auch nur innerhalb der Organisationseinheiten kommuniziert. Dementsprechend sind die nur wenigen Führungskräften bekannt. Ja?
Das heißt, ein Mitarbeiter aus Abteilung B wird große Probleme haben, sich einen Überblick dazu zu verschaffen, wie Abteilung A arbeitet. Das berührt auch direkt den Problemkomplex der Schnittstellen, denn wir hatten vorhin schon mitbekommen, der Abstimmungsaufwand im Unternehmen ist sehr, sehr hoch. Woran liegt es? Häufig sehr stark daran, dass die Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten ad hoc ausgehandelt werden. Oder platter gesagt, die Führungskräfte, die Abteilungsleiter mauscheln das untereinander ein Stück weit aus, wie bestimmte Dateninformationen weitergegeben werden. Und wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern, dann versucht man das anzupassen, was natürlich dazu führt, dass man von Durchlauf zu Durchlauf jedes Mal wieder miteinander reden muss. Dadurch wird die Abstimmung zwischen den Abteilungen extrem kommunikationsintensiv. Und der Hintergrund ist einfach die Aufbauorganisation, so wie man die Abteilungen zum Beispiel mal festgelegt hat, die Organisationsstruktur festgelegt hat, bestimmt die Ablauforganisation, also die Art und Weise, wie Tätigkeitsabfolgen im Unternehmen durchgeführt werden. Bei einer prozessorientierten Arbeitsweise fangen wir nicht nur an, eine andere Arbeitsweise einzuführen, sondern wir haben einen direkten Einfluss auf die Unternehmenskultur. Denn wir stellen eigentlich diese Denkweise, die dahinter steht, ein Stück weit auf den Kopf. Bei einer prozessorientierten Arbeitsweise haben wir Tätigkeitsabfolgen, also sprich Prozesse, wo in einer Tätigkeitsabfolge durchaus unterschiedliche Organisationseinheiten beteiligt sein können oder auch unterschiedliche Stellen im Unternehmen, in denen dann festgelegt wird, wer führt jetzt einen bestimmten Schritt, eine Aktivität durch, wer muss eventuell dabei unterstützen, wer ist darüber zu informieren. Und das Ganze wird unternehmensübergreifend über die gesamte Aufbauorganisation geplant. Zum Zweiten hatten wir vorhin gesagt, es ist wichtig, dass die Prozesse dokumentiert sind, vor allem deshalb, damit wir sie für alle Mitarbeiter transparent machen können. Wir wollen eben vermeiden, dass wir in die Situation kommen, dass die Prozesse nur den Führungskräften bekannt ist. Jeder Mitarbeiter im Unternehmen soll im Prinzip einsehen können, wie das Gesamtunternehmen funktioniert und welche spezifische Rolle er als Mitarbeiter in dem Gesamtgefüge spielt. Ein ganz zentraler Punkt, insbesondere wenn es zu dem Thema Kommunikation kommt und auch als Voraussetzung dafür, dass wir später verstärkt in das Thema Digitalisierung und Automatisierung einsteigen können. Schnittstellen müssen während der Prozessgestaltung geplant werden. Die werden also nicht mehr ad hoc vereinbart, sondern wenn ich meinen Prozess gestalte, muss ich mir auch Gedanken machen, was bekomme ich rein, was geht raus, wie muss das Ganze aussehen, wird mit in die Dokumentation übernommen. Dadurch werden die Schnittstellen dokumentiert und werden transparent. Und so ist dann letzten Endes sichergestellt, dass die Aufbau- und Ablauforganisationen aufeinander abgestimmt sind. Gerade bei Dienstleistern und produzierenden Unternehmen ist es tatsächlich sehr häufig so, dass die Ablauforganisation, die ja auf Kundenbedürfnisse optimiert ist, die Aufbauorganisation festlegt und nicht umgekehrt. Schöne Rede, aber wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Wie funktioniert das in der Praxis? Wie kann man das angehen, auch bei einem mittelständischen Unternehmen, das mit Prozessmanagement-Methodiken noch keinerlei Erfahrung hat, sowas im Unternehmen zu verankern? Letzten Endes, der erste Schritt, den ich gehen muss, ist für mein Unternehmen mein Prozessmodell festzulegen. Also die Struktur, auch die Dokumentationsstruktur, in der ich meine Prozesse hinterlegen und aufeinander abstimmen will. Dazu werde ich auf einer obersten Ebene immer eine Prozesslandschaft brauchen. Ich muss mir also Gedanken darüber machen, wie sieht die Zusammenstellung meiner Kernprozesse aus, meine Management, meine Unterstützungsprozesse. Und da sehen wir hier in dem Beispiel, da haben wir eine Prozesslandschaft im Beispiel mit einem Vertriebsprozess, einem Produktionsprozess und einem Logistikprozess. Also eine ganz abstrakte Darstellung, die es aber der Unternehmensleitung schon erlaubt, Prozessverantwortung für diese oberste Prozessebene entsprechend zuzuweisen. Und das ist ganz wichtig, weil ich damit den Vorgang der Prozesserhebung im Unternehmen schon parallelisieren kann und mehr Mitarbeiter einbeziehen kann. Denn im nächsten Schritt können die Prozessverantwortlichen für die Hauptprozesse, wie jetzt zum Beispiel unser Verantwortlicher für den Produktionsprozess, sich wiederum in den Prozessübersichten Gedanken darüber machen, aus welchen Teilprozessen besteht denn zum Beispiel die Produktion, und kann seinerseits wiederum Teilprozessverantwortliche zuordnen. Hier sehen wir jetzt für den Produktionsprozess, da haben wir zum Beispiel eine Produktionsvorbereitung, dann haben wir vielleicht eine Teilefertigung für einen Teil A, das könnte zum Beispiel ein Gehäuse sein, und ein Teil B, das ist vielleicht die Elektronik. Und dann haben wir abschließend einen Prozess zur Produktmontage
und für jeden dieser Teilprozesse einen eigenen Verantwortlichen. Und diese Teilprozessverantwortlichen, die können dann entsprechend wiederum ihrerseits parallel sich da dran machen, die Prozesse im Unternehmen auf Detailebene zu erfassen, zu erheben und letzten Endes zu modellieren. Das werden die natürlich gerade am Anfang, wenn noch kein Know-how im Unternehmen vorhanden ist, nicht ganz alleine schaffen. Die werden dabei Unterstützung benötigen. In aller Regel ist es so, dass man im Unternehmen einen zentralen Ansprechpartner hat, als Prozessmanager, der dann als Inhouse-Berater unterwegs ist. Eventuell benötigt man auch externe Expertise dazu. Man kann den Mitarbeitern, die das durchführen muss, aber auch gewisse Hilfen an die Hand geben. Eine ganz beliebte Hilfe, das ist so ein bisschen geklaut aus dem Themenkomplex Qualitätsmanagement, wo ja auch sehr viel mit Prozessmanagement gearbeitet wird, ist das Turtle-Modell. Das ist eine gute Gedankenstütze, den Mitarbeitern als Erinnerung an die Hand zu geben, was man denn alles benötigt, um einen Prozess abbilden zu können, also meine Eingabe, meine Ausgabe, Werkzeuge und Ressourcen, mit denen ich arbeiten muss, die Zuständigkeiten, wen muss ich denn beteiligen, Kennzahlen, wie kann ich denn meinen Teilprozess, den ich hier habe, messen, um zu schauen, ob der funktioniert, Risiken, die meinen Prozess bedrohen können und auch solche Themen wie zum Beispiel Anweisungen, also Arbeitsanweisungen, Verfahrensanweisungen, Standard Operating Procedures, die ich für einzelne Aktivitäten in meinem Prozess im Prinzip nochmal als zusätzlichen Detaillierungsgrad brauche, um die konkrete Arbeitsweise festzulegen. Wichtig in der Stufe ist aber, und das ist auch was, dass man den Mitarbeitern, die es tun sollen, entsprechend klar vermitteln muss. Im ersten Zug, wenn man anfängt, sowas aufzubauen, muss man sich zwingend auf eine Erhebung der Ist-Prozesse konzentrieren. Das heißt, wir müssen im ersten Zug mal in den Prozessen die reale aktuelle Arbeitsweise im Unternehmen abbilden. Und dabei ist auch ganz wichtig, auch wenn die Versuchung groß ist, bei der Ist-Prozesserhebung sollte auf keinen Fall optimiert werden, weil es würde dann ja bedeuten, dass mein Prozessmodell im ersten Schritt schon von der tatsächlichen Arbeitsweise abweicht. Stattdessen wollen wir einfach den Ist-Zustand so detailliert wie möglich abbilden, weil wir das dann auch als Information für die nachfolgenden Phasen benötigen. Das betrifft insbesondere auch Schnittstellen, Informationsflüsse und Teilprodukte, mit denen wir unter Umständen umgehen müssen. Die können entsprechend als Ein- und Ausgaben an Prozessen und Aktivitäten dargestellt werden. Und gerade bei Informationen ist es so, dass wir die auch entsprechend erfassen sollten mit dem jeweiligen Medium, auf dem sie erfasst sind. Also zum Beispiel, ist das eine Information auf Papier? Ist das eine Datei auf einem Netzlaufwerk? Sind es strukturierte Daten in einer Datenbank oder ähnlichem? Gleiches gilt für Teilprodukte. Auch die versuchen wir möglichst detailliert zu beschreiben, auch mit dem Zustand des Teilprodukts, also zum Beispiel Gehäuse, Oberschale entgratet, damit ich an einer bestimmten Stelle schon erkennen kann, welche Prozesse eigentlich im Vorfeld erfolgt sein müssen und auf eventuelle logische Probleme aufmerksam wird. Und auch nochmal ganz wichtig, auch wenn es in der Ist-Prozesserhebung schon drin steht, speziell für die Themen Prozessdigitalisierung und Automatisierung später ist es ganz wichtig, dass in der Ist-Prozesserhebung alles, was man an Medienbrüchen findet, an doppelten Ausführungen von Aktivitäten findet, Doppeldokumentation oder Ähnlichem, dabei mit erfasst, damit man sich dann später im nächsten Durchlauf entsprechend darauf konzentrieren kann. Gut, das hier kennen Sie wahrscheinlich alle. Wie erfasst man denn jetzt die Prozesse? Also wie kriege ich jetzt so einen Prozess in meinen Computer oder zu Papier, gerade wenn ich komplett neu in dem Thema bin? In der Regel wird man dazu eine Prozessbeschreibungssprache, also eine Modellierungssprache verwenden und die mit weitem Abstand verbreitetste Modellierungssprache ist BPMN. Dazu gibt es auch sehr viel Software auf dem Markt zur Verfügung, auch viel frei verfügbare Software, gerade für kleinere Unternehmen interessant, die in das Thema gerade einsteigen. Wichtig aus meiner Sicht, wenn man sich daran macht, sowas in einem Unternehmen das erste Mal einzuführen, da wird es dann auch sehr viele Ängste und Befürchtungen bei den Mitarbeitern geben, ist aus meiner Sicht, das für die Mitarbeiter im Unternehmen möglichst einfach zu halten. Das heißt, bei der ersten Abbildung kann man sich wo irgend möglich auf die Kernelemente konzentrieren,
Wir werden immer Start-End-Ereignisse, Sequenzflüsse, Aktivitäten benötigen. Wir werden auch immer ein exklusives Gateway benötigen, was ja nichts anderes als eine Entscheidung ist. Und wir müssen natürlich im BPMN unsere Prozesse in einem Pool darstellen. Das lässt sich relativ schnell vermitteln und nimmt den Mitarbeitern auch relativ schnell Ängste, weil es doch überschaubar ist. Wenn dann die Mitarbeiter im Laufe der Zeit mehr Erfahrung sammeln, dann kann man anfangen, gerade da, wo Bedarf steht, erweiterte Elemente zu verwenden, wie zum Beispiel zeitliche Startereignisse, Nachrichtenflüsse und Ähnliches. Und in der Regel ist es so, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das Ganze ins Rollen kommt, werden die Mitarbeiter anfangen, sich damit selber zu beschäftigen und werden entsprechend auch Expertenwissen sammeln, zum Beispiel dann zu Themen wie Abbildung von Subprozessen, Datenobjekten, den verschiedenen Ereignis- und Gateway-Typen und so weiter. Das heißt, letzten Endes, die Empfehlung ist, um sowas in einem Unternehmen zu etablieren, wäre das Ganze stufenweise langsam einzuführen und ganz wichtig, parallel immer Beratungsdienstleistungen intern oder extern mit anzubieten, damit sich im Unternehmen niemand alleine gelassen fühlt. So, und bei einer manuellen Prozesserhebung, einer manuellen Erhebung der Ist-Prozesse kommen wir dann zum Beispiel zu solchen Kunstwerken, einer Prozessdarstellung in BPMN. Hier in unserem Fall ein Beispielprozess der Avireporter GmbH Angebot genehmigen. Ja, den sehen wir, der ist recht lang geworden, deshalb haben wir den hier nochmal ein bisschen vergrößert. Und dann stellen wir fest, wenn wir sowas als Ist-Prozess erheben, da gibt es dann zum Beispiel ein Vertriebsinnendienst, der dann Angebotsentwürfe erstellen und ablegen muss und die werden dann ausgedruckt und abgeheftet. An der Stelle haben wir dann zum Beispiel auch unseren ersten Medienbruch, den wir finden. Dann stellen wir fest, da ist eine technische Abklärung manchmal erforderlich, aber nicht immer. Wenn eine technische Abklärung erforderlich ist, dann wird der Angebotsentwurf an die Entwicklung weitergeleitet und da geprüft. Der kann dann auch abgelehnt werden. Wenn eine Ablehnung erfolgt, dann müssen wir die ganze Schleife wieder durchlaufen. Also dann wird der Angebotsentwurf neu erstellt, neu ausgedruckt. Und wenn wir die erste Hürde geschafft haben, dann kommen wir zur zweiten Station. Dann stellen wir bei unserer Prozesserhebung fest, dass es hier zwei Stufen gibt, um Angebote genehmigen zu lassen. Wenn der Angebotsumfang bei über 75.000 Euro liegt, dann muss zum Beispiel die Vertriebsleitung sich das nochmal anschauen und muss es genehmigen oder ablehnen. Bei einer Ablehnung natürlich wieder das Problem, wir drehen die ganze Schleife zurück. Und wenn der Angebotsumfang bei über 200.000 Euro ist, dann haben wir die ganz große Schleife. Dann muss nach der Vertriebsleitung noch die Geschäftsführung draufschauen. Und wenig überraschend kann die das Ganze auch nochmal ablehnen. Das heißt, wir erkennen an dem Prozessaufbau, wir können hier sehr, sehr viele Iterationen durchlaufen und der Prozess bietet die Möglichkeit, sehr viel Arbeit wegzuwerfen. Aber das war ja erwartet bei der Ist-Prozesserhebung. Und schlussendlich, wenn wir alle Hürden geschafft haben, kann manuell das finale Angebot erstellt und versendet werden. Das ist der Ansatz, um, so wie wir ihn alle kennen, um Ist-Prozesse letztendlich manuell zu erheben, zu Papier zu bringen und so abzustimmen. Es gibt aber dank der Digitalisierung auch einen Weg, hierbei technologisch vorzugehen. Und da kann Ihnen mein Kollege Christian Hansen ein bisschen mehr zu erzählen. Stefan, wir haben eine Frage bekommen. Und zwar, war das bei deiner Folie zur Ist-Prozesserhebung der Schildkröten, also die Schildkrötenfolie? Und zwar kam da die Frage auf, nach welchen Kriterien wird das Prozessmodell idealerweise ausgewählt? Ich beantworte es ein bisschen allgemeiner. Also ein allgemeingültiges Ideal gibt es nicht. Es hängt ein bisschen von der Zielsetzung des Gesamtprojektes ab und ist zum Glück auch zukünftig erweiterbar. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fokus haben, über den wir hier sprechen, wir streben eine Prozessdigitalisierung und Prozessautomatisierung an, dann werden wir einen sehr, sehr starken Fokus legen auf Themen wie Ein- und Ausgaben. Wir werden eventuell bei unseren Risiken auf technologische Risiken eingehen wollen und Ähnliches. Wenn wir zum Beispiel Prozessmanagement betreiben, was auch sehr häufig gemacht wird, mit einem Fokus, sagen wir zum Beispiel auf die Einführung von Managementsystemen, dann nehme ich möglicherweise zum Beispiel noch Normbezüge und Ähnliches rein. Es hängt also tatsächlich von der Zielsetzung ab, was man im ersten Zug in die, dabei mit reinnimmt. Die gute Nachricht ist, das ist nicht starr, das ist erweiterbar. Dann vielen Dank an der Stelle. Falls noch weitere Fragen sind, nutzen Sie gerne unsere Q&A-Section. Wir geben dann die Frage an passender Stelle rein, spätestens dann am Ende des Vortrags. Und dann würde ich jetzt übergeben an Christian und den zweiten Part. Viel Spaß.
Jawohl, vielen Dank. Genau, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wir sehen jetzt hier schon das Beispielbild für das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, nämlich eben diesen Fall der manuellen Prozesserhebung. Natürlich ein bisschen übertrieben, aber gibt sicherlich auch, dass das dann am Ende irgendwann darauf hinausläuft, dass die verschiedenen Prozessmanager um die Endanwender drumherum stehen und sich anschauen, wie die denn gewisse Prozesse im täglichen Leben durchführen. Wenn man dann auch noch Kennzahlen haben möchte, dann muss man sich im schlimmsten Fall noch mit der Stoppuhr daneben stellen, um auch mal eine Durchschnittszeit ausrechnen zu können oder sowas in der Richtung zumindest. Wie wir aber ja auch letzte Woche im D-Trail-Vortrag zum Thema Big Data gehört haben, erleben wir im 21. Jahrhundert und das Öl des 21. Jahrhunderts sind die Daten. Und auch im Bereich Prozessmanagement, Prozessanalyse haben wir heutzutage Möglichkeiten, da Erkenntnisse daraus zu gewinnen, gerade aus großen Datenmengen auch. Konkret geht es hier ums Thema Process Mining. Der eine oder andere wird es schon gehört haben, aber vielleicht noch nicht so viel darüber wissen. Deswegen möchte ich da einen groben Überblick geben heute, wie man mit Process Mining in diesem Kontext, über den wir jetzt gesprochen haben, auch Erkenntnisse gewinnen kann. Konkret geht es bei Process Mining um Logdaten in erster Linie. Wir haben überall IT-Systeme, die Logdaten produzieren, mehr als uns lieb ist manchmal, sodass es auch an der einen oder anderen Stelle mal eher das Problem gibt, dass man zu viele hat und sich Gedanken machen muss, wo man die dann alle hin tut. Und genau das ist der Ausgangspunkt für Process Mining. Mal ein ganz allgemeiner Überblick, um sich dem Thema anzunähern. Wir haben auf der einen Seite die Welt, wo Prozesse ablaufen, wo Menschen gewisse Dinge tun, wo es Maschinen gibt, Komponenten verschiedener Arten und Organisationen, in denen das Ganze passiert. Und das wird unterstützt einerseits, aber andererseits auch gesteuert durch IT-Systeme. Soweit so klar, denke ich. Was wir dann auch haben, sind eben die Prozessmodelle. Wir haben vorhin schon ein Beispiel gesehen, die wir nutzen einerseits, um das, was in der Welt passiert, zu modellieren, zu analysieren. Andererseits aber auch, um eben diese IT-Systeme, die Dinge, die in der Welt passieren, unterstützen, steuern, zu spezifizieren, zu konfigurieren, implementieren, analysieren auch. Wie schon erwähnt, die IT-Systeme, die erfassen Events, die erzeugen Event-Logs, die erzeugen große Mengen an Daten und erfassen damit letztlich das, was in der Welt passiert. Irgendwelche Nachrichten, die hin und her gesendet werden, Transaktionen, die in den Systemen stattfinden, Interaktionen, Nutzerinteraktionen und so weiter. Und genau hier setzt Process Mining an, um eben diese Lücke zu schließen zwischen den Event-Logs, zwischen den Daten, die wir haben und den Prozessmodellen, der Analyse der Prozesse, die in der Welt stattfinden, was bisher manuell passiert. Es gibt da grob drei Ausprägungen, die sehen wir gleich noch ein bisschen im Detail. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Hauptanwendungsfall, sage ich mal, an, um uns dem Thema ein bisschen anzunähern, nämlich Process Discovery. Da geht es wirklich einfach darum, aus den Eventdaten Einblicke in Prozesse zu erhalten. Und wir fangen mal damit an, was denn so die Grundvoraussetzungen für Process Mining sind, wie das grundlegend funktioniert. Wie jetzt schon gesagt, wir brauchen immer so einen Event-Log. Das ist immer vorausgesetzt. Das heißt, wir brauchen irgendwie, im Normalfall ist es eine Art Tabellenform, es kann eine CSV-Datei sein oder auch Datenbanken, ähnliches, wo getrackt wird, was passiert in der Welt und in den IT-Systemen. Das heißt, das ist mal das Erste. Was diese Eventdaten aber brauchen, ist nicht nur irgendeine ID, sondern auch zum Beispiel die Möglichkeit, das irgendwie in einer gewissen zeitlichen Reihenfolge zueinander erkennen zu können. Im Idealfall haben wir einen Timestamp, einen Zeitpunkt, zu dem ein gewisses Event stattgefunden hat, womit wir die dann in eine Reihenfolge bringen können. Des Weiteren müssen wir irgendwie wissen, auf was bezieht sich dieses Event? Hat das irgendeinen Namen? Hat zum Beispiel in dem Fall hier jetzt, es wurde ein Angebotsentwurf erstellt für einen Garagentoröffner, nachdem eine Kundenanfrage reingekommen ist. Der Entwurf wurde weitergeleitet und
Dann wurde noch ein Angebotsentwurf erstellt und ein Entwurf wurde abgelehnt. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, auf welche Schritte in einem Prozess, in unserem Angebotsprozess in dem Fall, sich diese Events, diese Ereignisse beziehen, welche Aktivitäten aus dem Prozess. Das ist schön und gut. Das Problem ist nur, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wir haben hier häufiger die gleichen Events. Das Letzte, was wir brauchen, um Process Mining betreiben zu können, ist auch das Wissen darüber, auf welche Prozessinstanz diese Daten sich beziehen, diese Events sich beziehen. Heißt, welcher Fall dieses Prozesses, zum Beispiel in dem Fall wählen wir mal die Angebotsnummer. Das heißt, wir wissen jetzt für das Angebot mit der Nummer 54322 wurde erst der Entwurf erstellt, dann der Entwurf weitergeleitet, der wurde abgelehnt und so weiter. Das ist letztlich alles, was wir brauchen. Wenn wir mehr Daten haben, schadet das mit Sicherheit nicht. Zum Beispiel, dass wir wissen, ja, um welche Produkte es in dem Angebot ging, dass man da dann vielleicht Unterscheidungen, Analysen vornehmen kann. Je mehr Daten wir da dazu haben, desto mehr Informationen können wir am Ende auch rausziehen. Aber das hier sind letztlich die Grundlagen, die Must-Haves, damit wir Process Mining betreiben können. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Wir gucken uns das an dem Beispiel hier mal an. Im ersten Schritt schauen wir uns mal alles an, was mit der einen Prozessinstanz zu tun hatte, mit eben der Angebotsnummer 54322. Wie gerade schon gesehen, es wird ein Angebotsentwurf erstellt, der wird weitergeleitet. Dann sehen wir, als nächstes hat stattgefunden, dass der Entwurf abgelehnt wurde. Nach 21 Stunden, das konnten wir durch die Timestamps feststellen, dann wurde der wieder weitergeleitet, danach wurde er genehmigt und dann versendet. Und damit haben wir jetzt schon aus der Tabelle uns quasi ein Prozessmodell gebaut. Das Gleiche machen wir jetzt einfach nochmal für die zweite Prozessinstanz, die wir hier in unserem Event-Log finden. Die ist ein bisschen simpler gehalten. Da haben wir gesehen, es wurde auch ein Entwurf erstellt. Der wurde nach ziemlich langer Zeit, nach 183 Stunden, abgelehnt und wurde anschließend gelöscht, sehen wir in dem Fall. Das heißt, hier ist schon mal interessant, haben wir einen anderen Ablauf als bei der anderen Prozessinstanz. Jetzt gehen wir hin und haben für diese beiden Instanzen das uns angeschaut, wie der Eventlog aussieht. Und wir kombinieren das jetzt. Natürlich machen wir das nicht von Hand, sondern dafür gibt es Tools, Software, Algorithmen, die darauf spezialisiert sind, aus eben großen Datenmengen mit vielen Hunderten, Tausenden oder noch mehr Events bzw. Prozessinstanzen solche Modelle zu erstellen. Und damit kommen wir dann am Ende zu einem durchaus komplexen Prozessmodell, was ein Prozessmodell ist, aber eben nicht darauf basiert, was irgendjemand erzählt hat oder was wir über Interviews erheben mussten, wie dieser Prozess abläuft, sondern was auf den Fakten, auf den Daten, die wir in unserem System haben, die bei der Ausführung dieser Prozesse erzeugt wurden, erstellen konnten. Basiert wirklich auf der reinen Datenbasis und bietet damit auch volle Transparenz. So, das, was wir jetzt gesehen haben, ist der Hauptanwendungsbereich Process Discovery. Also da geht es wirklich darum, Prozessmodelle automatisch zu generieren und auch gewisse Metriken, Kennzahlen dazu auszurechnen, basierend auf den Daten, die man zu den Events hat. Das heißt, wir können hier uns zum Beispiel anschauen, welche Varianten, also Art und Weise, wie der Prozess von vorn bis hinten durchläuft, haben wir häufig, welche kommen nur selten vor, wie sind im Durchschnitt die Durchlaufzeiten, gibt es einzelne Prozesse, die vielleicht gewisse Besonderheiten haben, die sehr lange dauern oder die sehr schnell auch durchlaufen. Haben wir gewisse Problemstellen, sehen wir zum Beispiel, dass immer an einer gewissen Aktivität es besonders lange dauert, bis wir den Prozess weitermachen können. Und vielleicht sehen wir auch schon, wo es Potenziale gibt, noch weiter zu digitalisieren bzw. zu automatisieren, wenn wir zum Beispiel sehen, da sind gewisse manuelle Entscheidungen, die immer viel Zeit in Anspruch nehmen, aber eigentlich auch automatisiert werden können. Das heißt, man kann auch da durchaus, indem man eben die Transparenz hat, sich ein Business Case ausrechnen für Automatisierungsansätze. Der zweite Anwendungsbereich ist das Conformance Checking.
Da geht es insbesondere um Audits und Compliance. Hier haben wir genauso erstmal, dass wir basierend auf den Eventdaten unseren Ist-Modell erstellen. Die Software ist dann aber auch dafür da, dass man sie quasi mit einem Soll-Modell füttert, also mit einem Modell, was man mal selber erstellt hat und als das ansieht, wie der Prozess ablaufen soll, vielleicht auch nach gewissen rechtlichen Bedingungen, zum Beispiel, dass irgendein Vier-Augen-Prinzip eingehalten werden soll. Und dann gleicht die Software das mit dem ab, was aus den Daten erkennbar ist und kann uns darauf hinweisen, wo etwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Im Idealfall machen wir das dann auch in Echtzeit, quasi während die Prozesse ausgeführt werden, um dann auch eingreifen zu können, wenn etwas aus dem Ruder läuft, im schlimmsten Fall. Oder wenn etwas nicht so läuft, wie es soll, oder auch um ja, zu erkennen, dass vielleicht ein Prozess Schwierigkeiten bekommen könnte, weil wir in der Vergangenheit gemerkt haben, dass es zu langen Durchlaufzeiten zum Beispiel geführt hat, weil gewisse Aktivitäten stattgefunden haben. Ja. Der dritte Anwendungsbereich des Process Mining ist das Thema Enhancement. Da wird es dann nochmal eine Ecke intelligenter, aber ist natürlich auch entsprechend komplizierter und eher Nischenanwendungsfall, heute zumindest noch. Da geht es dann wirklich darum, dass die Process Mining Anwendung auch wieder basierend auf den Eventdaten und auf einem Soll-Prozess gewisse Entscheidungen treffen. Das heißt, zum Beispiel sich anschauen, hier läuft gerade ein Prozess nicht so gut, vielleicht sollten wir da jetzt noch einen Schritt einbauen, wo ein Nutzer darüber informiert wird, um sich das genauer anzugucken. Oder andersherum, dass man sieht, okay, das ist ein simpler Fall, der ist bisher so und so abgelaufen. Das heißt, hier können wir die nächsten Schritte mit zum Beispiel mit einem Robotic Process Automation Tool weiter durchführen, sodass man da auch die Transparenz, die man durch Process Mining gewinnt, nutzt, um die Effizienz in der Ausführung der Prozesse nochmal zu steigern. Das so grob die drei Anwendungsbereiche des Process Mining. In der Realität ist das natürlich ein bisschen komplizierter. Vor allem die Fragestellung, woher kommen denn diese Eventdaten eigentlich? Das ist schön dargestellt, wenn man einfach sagt, ja, wir haben die da liegen. Das ist auch nicht falsch, was ich vorhin gesagt habe, aber in der Realität haben wir meistens ja den Fall, dass so ein Prozess nicht voll von vorne bis hinten in einem System abläuft, sondern zum Beispiel jetzt in Bezug auf unseren Angebotsprozess bei der ABI Reporter GmbH. Der Kunde stellt vielleicht eine Anfrage über einen Webshop, der ist irgendwo in einem Cloud-System gehostet. Dann werden die Daten übertragen über ein anderes System, um dann im ERP zum Beispiel zu landen. Dann wird ein Angebotsentwurf erarbeitet, da landet dann vielleicht nochmal eine Datei irgendwo in der Datenbank. Im schlimmsten Fall wird das dann nochmal ausgedruckt, damit man da auch einen Stempel drauf geben kann, wenn der freigegeben wird. Dann ruft der Kunde an irgendwie, das wird dann nochmal in einem anderen System getrackt, um nochmal eine Rückfrage zu stellen. Wir müssen vielleicht nochmal in den Produktionssystemen abfragen, wie dann die Kapazitäten gerade sind. Und am Ende schicken wir das Angebot dann per Mail raus. Das heißt, diese schöne Annahme, dass wir hier einen Event-Log haben, eine Datenbank, wo das alles drin ist und woraus wir diesen Prozess auslesen können mit Process Mining Tools, die ist natürlich ein bisschen vereinfacht. Das heißt, wir haben immer diese Herausforderung, wenn wir wirklich einen Prozess von vorne bis hinten betrachten wollen, dass wir systemübergreifend das Ganze angehen müssen, dass wir schauen müssen, auch wo sind vielleicht Prozessschritte, die manuell stattfinden oder wo wir einfach aktuell nicht an Daten kommen, ohne gewissen Aufwand zu betreiben, dass man das auf dem Schirm hat zumindest, dass man nicht den Prozess vollständig von vorne bis hinten betrachten kann, sondern dass da Teile fehlen. Man muss schauen, dass man eine einheitliche Case-ID hat, das heißt eben die, zum Beispiel die Angebotsnummer, dass die in allen Systemen auch die gleiche ist und das zusammenbringt. Und das Ganze will man dann am Ende des Tages natürlich auch kontinuierlich im Einsatz haben und nicht nur einmal für die Erhebung machen, sondern eben, wenn es intelligenter werden soll, man damit auch während der Laufzeit von einem Prozess das Ganze steuern möchte, dann muss man auch während der Laufzeit diese Daten immer wieder zusammenbringen. Das heißt, wir brauchen hier einen ETL-Prozess. Auch da haben wir, glaube ich, in der letzten Woche schon viel drüber gesprochen, dass
ja, in der Realität, um eben mit Big Data, mit großen Datenmengen was anfangen zu können, man da nochmal ein bisschen Aufwand betreiben muss, um da wirklich dann Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Aber wenn man das hat, dann kann es wirklich helfen. Die Erkenntnis, die wir hier aber ganz klar haben, ist, Process Mining ist zwar ein Werkzeug fürs Prozessmanagement, aber es ist letztlich eine Data Mining-Disziplin. Ne? Und das passt dann auch ganz gut, um ja, diesen Begriff zu erklären, Process und Mining. Das kommt da einfach zusammen und es ist letztlich einfach eine Disziplin, die da an der Schnittstelle steht. Und man muss es immer aus beiden Richtungen betrachten. Ich hoffe, das hat halbwegs einen Überblick gegeben, wie Process Mining hier helfen kann, um ja, sich als Organisation eher prozessorientiert aufzustellen oder prozessorientierter aufzustellen, um Transparenz zu bekommen darüber, wie Prozesse laufen. Und was man dann mit dieser Transparenz anfangen kann, da wird der Stefan jetzt nochmal ein bisschen was zu sagen. Christian, wir haben noch Fragen reinbekommen. Jawohl. Gerne noch stellen würden. Und zwar Frage Nummer 1 kam von Patrick. Habt ihr Empfehlungen für ein Tool zur Erstellung der digitalen Prozesse, zur Dokumentation und zur Visualisierung im Intranet? Ich glaube, die Frage kann der Stefan bestimmt auch beantworten. Generell, glaube ich, gilt, Empfehlungen für Tools haben wir viele. Das kommt auf den Fall an. Also ich weiß, das ist die klassische Beraterantwort jetzt erstmal. Ja, das ist aber leider richtig. Also es gibt tatsächlich sehr viele Werkzeuge dazu auf dem Markt. Und letzten Endes muss man zunächst ein paar Fragen beantworten. Also zum einen, wenn es um die Prozessdokumentation im Unternehmen geht, was ist der Fokus? Soll eine Grundlage geschaffen werden, zum Beispiel für Prozessautomatisierung? Soll eine Grundlage geschaffen werden, zum Beispiel zum Aufbau von Managementsystemen? Oder liegt der Schwerpunkt sehr stark auf dem Thema Enterprise Content Management, dass man möchte Prozesse, Prozessdokumentation jeweils im Kontext unternehmensweit zur Verfügung stellen. Tatsächlich war ich selber jetzt schon an einigen Projekten beteiligt, wo es wirklich um die Evaluation geeigneter Produkte ging. Und die Beraterantwort ist leider die richtige. Ich kann keine universelle Empfehlung geben, weil ein Tool, das für Unternehmen A sehr gut funktioniert, für Unternehmen B unter Umständen keinen Sinn macht. Dann vielen Dank. Wir haben noch eine zweite Frage. Und zwar lautet die zweite Frage, was sind aus Ihrer Erfahrung die besten Kreativtechniken, um den Prozess und die Analysen in einem Unternehmen oder Projekt zu starten? Kann ich an der Stelle übernehmen? Ja, Kreativtechniken. Also zunächst ist mal die Frage, geht es darum, die bestehenden Prozesse im Unternehmen zu analysieren oder geht es darum, für eine neue Zielsetzung, zum Beispiel ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, die Prozesse zu erstellen? Wenn wir jetzt hier in dem Beispiel bleiben, es geht im Prinzip zunächst mal um das Erheben der Ist-Prozesse, muss man zum Glück initial gar nicht so kreativ sein, denn man muss vor allem mal ermitteln, was eigentlich tatsächlich im Unternehmen gemacht wird. Häufig ist es ein bisschen schlecht strukturiert, das heißt, was sich bewährt hat, sind im Prinzip so ein bisschen Brainstorming-Techniken, allgemeine Moderationstechniken, arbeiten entsprechend mit Karten, um von den beteiligten Mitarbeitern einfach mal die Information zu sammeln. Was macht ihr denn im Unternehmen den ganzen Tag, um das dann mit den Mitarbeitern, die beteiligt sind, zusammen zu strukturieren und ganz wichtig, die Verantwortlichen dabei mitzunehmen, damit die Techniken auch entsprechend erlernen. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Techniken, die auch die jetzt nicht spezifisch fürs Prozessmanagement sind, sondern dann zum Beispiel aus Bereichen wie Qualitätsmanagement kommen. Wenn es zum Beispiel darum geht, Prozessanalysen durchzuführen, um Störfaktoren zu analysieren und Ähnlichen, dann gibt es die Möglichkeit, mit Fischgrätdiagrammen, Ishikawa-Diagrammen zu arbeiten. Da gibt es einen recht ausgedehnten Methodensatz. Vielen Dank. Wir haben keine weiteren Fragen aktuell. Stefan, dann darfst du weitermachen. Ja, gerne. Ich finde es wahnsinnig spannend, gerade im Kontext mit dem Thema Process Mining. Warum funktioniert das überhaupt? Warum kann ich aus den Logdateien von IT-Anwendungen, die in einem Unternehmen rumstehen, Ist-Prozesse ableiten und die erheben? Naja, eigentlich ganz einfach.
jede IT-Anwendung in Unternehmen macht eigentlich nichts anderes, als mindestens einen, in der Regel mehrere Prozesse abzubilden. Egal, ob es jetzt zum Beispiel ein ERP-System, ein Online-Shop oder ähnliches ist. Aus der Feststellung ergibt sich aber auch gleich die nächste Fragestellung, wenn IT-Systeme Prozesse abbilden, wie rum läuft das Ganze jetzt eigentlich? Bestimmt der Prozess, den wir im Unternehmen haben, das IT-System? Oder wurde irgendwann ein IT-System angeschafft und das bestimmt jetzt den Prozess? Die Frage ist nicht ganz irrelevant, denn wir haben natürlich auch das Problem, dass unsere IT-Systeme nicht isoliert stehen, sondern wir haben Anwender, die damit arbeiten sollen, im Idealfall. Was passiert, wenn die Abstimmung Prozesse, IT-System, Anwender nicht klappt? Naja, meine Anwender fangen irgendwann an, meine IT-Systeme zu umgehen und fangen damit irgendwann natürlich auch an, die Unternehmensprozesse zu umgehen oder vorsichtiger formuliert, die Unternehmensprozesse auf eine unvorhergesehene Art und Weise zu gestalten. Warum ist das eigentlich so? Naja, das ist das Problemfeld und das Thema Prozessdigitalisierung. Das ist ja ein ganz moderner Begriff und in aller Munde. Tatsächlich im eigentlichen Sinne des Wortes passiert Prozessdigitalisierung aber eigentlich schon seit mindestens 35 Jahren. Denn seit dieser Zeit wird es immer mehr papierlos werden, immer mehr IT-Systeme in Unternehmen eingeführt. Das Problem ist, diese IT-Strukturen, die wachsen im Laufe der Zeit. Da kommt dann irgendwann das ERP-System und dann kommt das CRM-System und dann kommt der Online-Shop. Und die Mitarbeiter werden geschult und werden betrieben, aber das Ganze ist isoliert und dadurch kommen dann einfach nach einer gewissen Zeit Probleme auf. Und die verbreitetsten Probleme sind einfach, haben auch ein Stück was zu tun mit der Art und Weise, wie Anwendungen für Unternehmen konzipiert werden. Die werden nämlich in aller Regel aus einer ganz bestimmten fachlichen Sicht entwickelt. Häufig auch, wenn es unternehmenseigene Software ist, aus einer fachlichen Abteilungssicht, wo wir wieder bei diesem Problem der Silos sind. Und das Thema Schnittstellen, wie werden denn Daten ausgetauscht, ist entweder sehr starr gehandhabt, ich präsentiere einen bestimmten Satz an Daten, das war's, oder es ist schlicht und ergreifend nicht existent, weil niemand daran gedacht hat, dass man das jemals benötigen könnte. Daraus ergibt sich direkt ein weiteres Problem. Gerade Anwendungen, die beschafft werden, die ich von Drittanbietern einkaufe, sind häufig so gestaltet, dass sie die Unternehmensprozesse gestalten und nicht meine Unternehmensprozesse die Anwendung. Jeder, der mal an einer SAP-Einführung beteiligt war, weiß, was ich meine. Und es hat auch ein bisschen was mit den Geschäftsinteressen der Anbieter für Fachanwendungen zu tun. Die sind natürlich in aller Regel mehr an Folgegeschäften interessiert und nicht so sehr an übermäßig flexiblen Schnittstellen zu anderen Drittanwendungen anderer Hersteller. Stichwort an der Stelle ist der Vendor-Login und der Vendor-Login ist durchaus auch eine Geschäftsstrategie für Unternehmen in der Branche. Und letzten Endes ist das Problem, dadurch sind wir ständig damit beschäftigt, Medienbrüche zu überbrücken, die sich zwischen Anwendungen auftun. Wir sind permanent damit beschäftigt, als Mitarbeiter dann Schnittstellen manuell zu überbrücken. Und das ist natürlich genau das, was am Ende vom Tag dann auch heute noch die persönliche Anwesenheit erfordert, weil ich muss ständig letzten Endes irgendwo reingreifen, wenn ich nicht gerade dabei bin, in irgendeinem Meeting zu sitzen, um mich mit irgendwelchen Kollegen abzustimmen. Und das ist eigentlich genau das, was wir vermeiden wollen. Sehen es dann hier an der Stelle auch schön, dass dann letztendlich zwischen den Anwendungen die Schnittstellen unterbrochen sind. Wie können wir das machen? Naja, Stichwort sind hier tatsächlich die Schnittstellen zwischen den Anwendungen. Und das ist das Thema, das uns zur Prozessautomatisierung führt. Um Prozessautomatisierung in Unternehmen zu etablieren, gibt es verschiedene Frameworks. Ich habe hier jetzt ein Beispiel rausgegriffen, nämlich das Beispiel K2. Einfach deshalb, weil es das System ist, das ich mit am besten kenne. Andere Systeme funktionieren ganz ähnlich. Letzten Endes habe ich das Problem immer, ich brauche eine Schnittstelle zu meinem Anwender. Ich brauche eine Möglichkeit, meinen Arbeitsablauf, also meinen Prozessworkflow zu definieren. Und ich brauche die Schnittstelle zu den Drittanwendungen. In K2 ist es so gelöst, dass ich auf oberster Ebene als Schnittstelle zu den Anwendern eine webbasierte GUI habe, eine webbasierte Formularschnittstelle, mit der die Anwender arbeiten können. Ich habe dazwischen eine Schicht mit einem oder mehreren Workflows, die ich pro Vorgang, also pro Prozessanwendung definieren kann. Da steckt dann im Prinzip mein eigentlicher Prozess drin und mein Informationsfluss drin. Und damit ich jetzt auch was zum Anzeigen und zum Steuern über meine Workflows habe, brauche ich natürlich noch Daten. Und die Schnittstellen zu den verschiedenen Datenquellen und Datensenken, die werden dann in K2 produktspezifisch als Smart Objects bezeichnet.
Und da gibt es dann entsprechend die Möglichkeit, Schnittstellen abzubilden über die entsprechenden Schnittstellenbroker zu SQL-Datenbanken, die man natürlich dann auch braucht, um das Datenmodell für seinen Prozess zu hinterlegen, zu Identity-Services, wie zum Beispiel ein Active Directory, Web-Services verschiedener Anwendungen, gerade CMS-Anwendungen und ähnliche Stellen, die in der Regel zur Verfügung auch Online-Shops, die dann Daten über SOAP, JSON oder REST austauschen können, also bestimmte Schnittstellen und Austauschstandards, die es da gibt. Ich kann natürlich auch strukturierte Daten aus Excel-Dokumenten übernehmen, da werden wir vorhin nachher in der Folie auch ein kurzes Beispiel zu sehen und Schnittstellen abbilden dann entsprechend auch zu ERP-Systemen wie zum Beispiel Dynamics NAV oder Dynamics AX von Microsoft oder zum Beispiel auch SAP und auf die Art und Weise auch CRM-Systeme wie Salesforce anbinden. Das sind aber tatsächlich nur Beispiele. Es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten an der Stelle. Wie sieht sowas dann in der Praxis aus und inwieweit hilft dir das aus dieser Falle mit den isolierten Anwendungen raus? Naja, nehmen wir mal das Beispiel mit unserer Angebotsgenehmigung, das wir vorhin gesehen haben. Von der Vorgehensweise, wenn ich diesen Prozess automatisieren will, würde ich jetzt, wenn ich meinen Werkzeugsatz kenne, also meinen Prozessautomatisierungsframework kennen, mir erstmal Gedanken darüber machen, wie ich denn meinen bestehenden Ist-Prozess, den wir vorhin gesehen haben, in einen Soll-Prozess überführen kann. Und dann komme ich hier zu dem Schluss, naja, wir können das Ganze zum Beispiel in K2 so gestalten, dass ein Genehmigungsvorgang angelegt wird, der kann dann von dem Vertriebsinnendienst erstellt werden. Darin kann dann zum Beispiel eine Angebotskalkulation aus Excel importiert werden. Diese Angebotskalkulation können wir in unserem Vorgang auswerten. Und je nachdem, wie wir es haben wollen, entweder durch manuelle Eingabe, durch den Vertriebsinnendienst oder auch durch automatische Auswertung, kann dann das System selber schon entscheiden, ob zum Beispiel eine Prüfung durch die Entwicklung erforderlich ist oder nicht. Falls sie erforderlich ist, wird sie durchgeführt. Hier in dem Fall ist es zum Beispiel auch so, natürlich können auch hier Genehmigungsschritte noch abgelehnt werden. Und es gibt dann auch die Schleife zurück. Diese Schleife ist aber deutlich kürzer, weil diese ganzen Medienübergänge, zum Beispiel, ich muss mein Angebot überarbeiten, ich muss es neu ausdrucken und Ähnliches, dadurch wegfällt. Weiterer Vorteil ist, wenn wir jetzt hier hinten mal in unsere Genehmigungsstufen reinschauen, die waren ja vorhin komplett sequenziell. Hier ist es jetzt so, dadurch, dass ich zum Beispiel eine Angebotskalkulation importiert habe, kann ich meine Prozessautomatisierung, meinen Vorgang so gestalten, dass der automatisch anhand des Angebotsumfangs entscheiden kann, ob der Vertriebsleiter informiert werden muss, ob die Geschäftsleitung ebenfalls informiert werden muss für eine Genehmigung oder nicht, kann diese Genehmigungsschritte parallel ausführen entsprechend und Daten dann letzten Endes in meinem Vorgang zusammenfassen. Und abschließend ist es so, wenn ich, mal abgesehen davon, dass die Durchläufe viel kürzer sind, wenn ich hier einmal durch bin, kann ich dann auch noch die eigentliche Angebotserstellung mithilfe zum Beispiel und auch den Angebotsversand mithilfe von entsprechenden Vorlagen automatisieren. Und wie sowas dann in der Praxis aussieht, können wir uns hier mal anschauen. Das ist jetzt tatsächlich ein Praxisbeispiel, etwas komplexer als das, was wir gerade gesehen haben, der Prozess, den wir gerade gesehen haben, dafür aber wirklich live. So würde jetzt zum Beispiel eine Übersicht aussehen, sagen wir, für unseren Vertriebsinnendienst, der in der Vergangenheit schon einige Angebotsentwürfe erstellt hat und gerade an einem neuen Angebotsentwurf drin ist, bekommt hier Benachrichtigungen darüber, über neue Aufgaben, die er hat oder auch über Entwürfe, die ihm gerade vorliegen. Kann hier aus der Übersicht entsprechend seinen Entwurf öffnen, kommt dann in das Formular zur Bearbeitung rein, kann jetzt hier zum Beispiel seine Angebotsinformationen hinterlegen, Kundendaten hinterlegen, Kundendaten zum Beispiel auch komplett automatisch aus einem CRM übernehmen und die ganzen Eintragungen machen, die erforderlich sind. Und schlussendlich dann zum Beispiel auch Excel-Daten importieren. Das heißt, hier sehen wir jetzt so ein Formularfeld, wo ich einfach aus meinem Explorer raus über Drag and Drop ein Excel-Dokument reinziehen kann. Und wir sehen hier drunter auch bestimmte Zahlenwerte stehen, zum Beispiel über den Projektwert, den erwarteten Wert und Ähnliches. Das sind alles Daten, die nach Vorgaben dieses Kunden, für den der Vorgang gemacht worden ist, die aus dem Excel-Dokument extrahiert wurden und dann letzten Endes vom System ausgewertet wurden und anhand von denen der Workflow dann entsprechend auch weiter gesteuert werden kann. Ja, wir sehen darunter auch, man kann, wenn man möchte, den Vorgang auch so gestalten, dass man weitere Dateien hochladen kann, zum Beispiel zu Dokumentationszwecken. Und
Der Clou an der Sache ist, wenn man auf diese Art und Weise arbeitet, diese Formulare, das sind tatsächlich alles Web-Oberflächen. Das heißt, wenn jetzt mein Vertriebsinnendienstler von zu Hause aus arbeitet und von da seine Angebotsentwürfe macht, die zur Genehmigung einstellt und der Geschäftsführer sitzt gerade im Hotel in Tokio, dann spielt es überhaupt keine Rolle. Der kann, wenn er Internetanbindung hat, in Tokio entsprechend meinen Angebotsentwurf öffnen, kann den einsehen, kann den genehmigen oder ablehnen. Und die beteiligten Mitarbeiter werden dann entsprechend automatisiert. Das heißt, hier haben wir jetzt tatsächlich diesen Sprung geschafft, wenn wir solche Prozessautomatisierungslösungen einsetzen, den Kommunikationsaufwand zu reduzieren und letztendlich komplett unabhängig vom Aufenthaltsort unserer Mitarbeiter zu sein. Bleibt noch das zweite Problem, das wir angesprochen hatten mit unseren festen IT-Anwendungen. Ja, wer bestimmt jetzt eigentlich den Prozess? Ist das der Entwickler der Anwendung oder bestimmt der Prozess, wie die Anwendung aussieht? Letzten Endes muss beides zusammengehören und das ist das, was solche Lösungen entsprechend erzielen. Was wir hier sehen, ist auch wieder am Beispiel K2, der Formulareditor, der übrigens auch komplett webbasiert ist. Das heißt, der Prozessautomatisierer, der diese Vorgänge zusammen mit dem Prozessmanager weiterentwickelt, der muss auch nicht im Büro sitzen, der kann auch irgendwo sein, kann entsprechend die Formulare anpassen, kann die überarbeiten, je nachdem, wie im Unternehmen der Prozess weiterentwickelt wird und wie sich da im Laufe der Zeit die Anforderungen ändern. Und schlussendlich geht es auch nicht nur um die Formulare, sondern es geht auch speziell um die Automatisierungsworkflows, also diese zweite Ebene, die wir gesehen haben. Diese Workflows, die an der Stelle hinterlegt sind, die sind entsprechend auch komplett anpassbar und können an den täglichen Bedarf angepasst werden. Das heißt, wenn man jetzt feststellt, man hat einen neuen Sollprozess, den man implementieren möchte, man hat Optimierungen, die an der Stelle durchgeführt werden, dann können zur Implementierung der neuen Prozessrevision entsprechend die Workflows in meiner Prozessanwendung sehr zügig, sehr schnell angepasst werden und können dann entsprechend in den Live-Betrieb übernommen werden. Und dann habe ich es letzten Endes erreicht. Die Möglichkeit, mein Unternehmen so zu gestalten, dass es wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr flexibel auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren kann. Wir haben einmal den Bogen gespannt und den Deming-Kreis geschlossen von der Zielbildentwicklung über unsere Prozessmodellierung manuell oder auch per Process Mining über ein Thema Prozessoptimierung, die natürlich von meinen Werkzeugen abhängig ist. Wie kann ich meine Prozesse besser machen? Wie kann ich auch das Arbeiten für meine Mitarbeiter besser und angenehmer machen? Mit Entwicklung zu den Werkzeugen, die ich dafür brauche, nämlich das Thema Prozessdigitalisierung und Prozessautomatisierung, die letzten Endes als ein Gesamtwerkzeugsatz zu einer agilen Prozessorganisation führen. Und das ist letzten Endes genau das, was ich brauche, um auf Änderungen in meinem Umfeld als Unternehmen mit beliebiger Frequenz reagieren zu können. Vielen Dank. Mirko? Ja, vielen Dank, Stefan. Wir haben noch Fragen, die an den Christian gerichtet sind. Wir versuchen mal, die beginnen zu beantworten mit Blick auf die Zeit. Werden wir vielleicht die zweite Frage dann einfach in unserer Ausklangrunde stellen. Dann die Frage Nummer 1 von Mats. Wie behandelt Process Mining die Bedenken von Mitarbeitern und Betriebsräten, wenn zum Beispiel innerhalb Outlook nach automatischen Potenzialen gesucht wird? Und ergänzend dazu, damit die Frage noch ein bisschen komplexer wird, habt ihr Erfahrungen im Bereich Process Mining in öffentlichen Unternehmen, zum Beispiel bei Behörden und möglicher Bedenken zu sensiblen Daten? Gibt es dazu Best Practices? Jawohl. Zu letzterer Frage erstmal, ob wir konkrete Erfahrungen haben, das muss ich noch verneinen, zumindest was die Kombination ganz konkret angeht. Thema Best Practice, womit dann auch die Ursprungsfrage beantwortet wurde, ich versuche mich kurz zu halten. Wie vorhin gesagt, im Endeffekt ist das Process Mining einfach eine Teildisziplin des Data Mining. Das heißt, wir haben da eigentlich genau die gleichen Fragestellungen wie in anderen Data Mining Projekten auch, wenn wir mit großen Datenmengen zu tun haben. Letzte Woche hat der Tobias, unser Kollege, ein Beispiel vorgestellt, wo es darum ging, dass man Tankkartendaten analysiert und dann davon gesprochen, dass man entsprechend auch die Data Governance betrachten muss, heißt zum Beispiel eben gewisse Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Das ist letztlich hier genau das Gleiche. Das heißt, in dem Moment,
im Idealfall, wo man die Daten aus irgendeinem System abzieht, spätestens dann ja, muss man technisch dafür sorgen, dass die irgendwie anonym bleiben. Und es ist natürlich vollkommen richtig, und das auch niemandem zu vermitteln, dass man ja, mit Process Mining konkret sich zum Beispiel anschaut, welcher Nutzer jetzt wie viele E-Mails in welcher Reihenfolge am Tag durcharbeiten kann oder sowas, sondern ja, um da Vertrauen auch bei den Mitarbeitern zu bekommen, dass das ein Tool ist, was helfen kann, muss man da von Anfang an mit anonymen Daten arbeiten. Da gibt es verschiedene Ansätze für, wie das sowohl technisch gelöst werden kann als auch organisatorisch. Technisch ist natürlich am Ende die sichere Variante und auch eher ja, dann etwas, womit man die Betriebsräte zum Beispiel mitnehmen kann. Aber ich glaube, da ja, könnte ich noch mal eine ganze Stunde drüber sprechen. Auch da vielleicht können wir im Nachgang der interaktiven Session noch drüber sprechen. Ja, vielen Dank, Christian, und vielen Dank, Stefan. Aus meiner Sicht habt ihr uns heute Abend sehr viele interessante Möglichkeiten zum Thema Business Process Management aufgezeigt. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen heute Abend viele neue Impulse mit auf den Weg geben. Und wenn Sie jetzt noch Lust und Zeit haben, dann laden wir Sie, wie anfangs erwähnt, zu unserer MS Teams Ausgangrunde mit Christian und Stefan ein. Den Link dazu, den posten wir jetzt in die Q&A-Section. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten hinter den Kulissen und auch nochmal vielen Dank an unsere beiden Referenten. Aber vor allem vielen Dank, dass Sie sich heute Abend für D-Trail entschieden haben. Ja, und nächste Woche, da geht es bereits in unser großes Staffelfinale von D-Trail. Da begrüßen wir dann Henning Feldkamp und Ralf Weigand. Beide werden über den Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung sprechen. Den Link dazu mit allen Informationen finden Sie jetzt ebenfalls in der Q&A-Section. Und da würden wir uns natürlich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. So oder so, haben Sie einen schönen Abend und entweder bis gleich in unserer Ausklangrunde oder bis ganz bald. Bleiben Sie gesund. Tschüss.